dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist. Wie schön. So, alles mitnehmen. Das weiß ich nicht. Wird ja sicher irgendwie eine Katze hinkommen, aber ist die dann da rechts oder? Oder hier drinnen? Nee. Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Wir müssen hier irgendwie rein? Ah. Oh, du lebst ja noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Da geht's nicht rein, aber da ist was dahinter. Die sehen ganz schön schwer aus. Verfaulter Weizen. War sicher für die Schweine gedacht. Hm. Lea! Das Pferd! Die Ratten müssen hier gewesen sein. Aber dann hat ja jemand Licht angemacht. Nee. Da geht's nicht durch. Aber es geht nach oben und Leitern verbinde ich jetzt irgendwie immer mit Secrets. Oder mit Collectibles oder so. Na gut. Oder ein Stein. Ja. Genau. Der ganze Weg und dann gibt's einen Stein. Na komm, da muss doch noch mehr sein. Ist das der Weg rüber in das Haus? Hier ist ein Wagen. Steht noch nicht so ganz, aber ich gehe noch mal da zu dem Haus und guck mich da besser um. Ich gehe zuerst. Mhm. Vielleicht gibt's ja da noch irgendwie einen Hinweis oder so. Vielleicht müssen wir Hugo irgendwie auf so einen Wagen bringen, damit er dann darüber auf der anderen Seite irgendwo reinklettern kann. Und auf den Wagen kommt er aber nur von hier oder so. Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Hier ist noch eine Tür. Da ist nichts drauf. Ami, ist ja eine Blume. Oh. Hugo. Na. Das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du? Bitte. Na schön. Geh schon. Das ist eine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Es ist nicht schön, allein zu sein. So sieht's aus. Und wir haben Akelei. Ihr Name geht auf das lateinische Wort für Adler, Aquila, zurück, den sie aufgrund der klauenartigen Form ihrer Blütenblätter erhielt. Sie ist ein Zeichen für Trauer und Aufgewühltheit und sogar für Wahnsinn. Die Blüte selbst ist süß und essbar, ihre Wurzeln und ihr Stängel sind allerdings hochgiftig. Werden diese verschluckt, können Entzündungen des gesamten Verdauungssystems sowie gefährliches Herzrasen ausgelöst werden. Okay.
Wusste ich auch noch nicht. Aber ich bin auch, was Botanik angeht, also da kann man mir irgendwie alles erzählen. Da habe ich auch überhaupt kein Gedächtnis dafür. Ah, wir schicken ihn da rein. Kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Wo denn? Ist der oben? Gibt's hier Loot? Loot, 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 Loot. Kein Loot. Das sieht schon wieder so aus, dass wir hier was abwerfen müssen. Moment, dann gehe ich aber erstmal zur Werkbank, bevor ich hier irgendwas trigger. Wo war denn jetzt? Da. Gucken wir uns mal an und ich kann nichts machen. Na super. Ich kann einfach mal nichts machen. Da gibt es kein Loot. Hier liegen so viele schöne Sachen rum. Und nichts davon nützt mir was. Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Das Ignifer? Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Oh nein. Was sollen wir jetzt tun? Wenn wir was mitnehmen. Sie sind hineingelangt. Ich finde einen Weg, sie abzulenken. Was ist denn noch hier hinten eigentlich? Okay, hier ist ein Stein, falls man keinen hat. Diese Zeichnung. Was soll das sein? Eine Philosophie. Ich würde sogar sagen... Eine Philosophie? Vitriol, die Abkürzung der lateinischen Formel Visita Interiora Terre Rectificando
Invenies occultum lapidem, was so viel bedeutet wie betrachte, was im Inneren der Erde liegt. Indem du das dort vorgefundene läuterst, wirst du einen verborgenen Stein erhalten. Diese Maxime fasst die alchemistische Philosophie zusammen, die auf dem Studium der fundamentalen Natur, der uns umgebenden Elemente und ihrer Umwandlung beruht. Mit diesen Initialen wird außerdem die Schwefelsäure bezeichnet, mit der Materie bearbeitet wird. Wirklich hübsch. Ja. Hupsch. Ach da. Da schon. Wo ist der Kleine? Kann ich ihn eigentlich zu mir herholen? Nö. Nö, warum auch? Oh, die Schenken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schon in Ordnung. Los! Moment. So. Ach, tut mir leid. Keine Sorge. Ups. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Hm. Okay. Nee. Auf Y drücken hilft gar nichts. Er ist eingeschnappt. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Ja, da guckst du was. Nicht da hinten einfach wir hoch. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Brauchen wir jetzt ein Schwein? Nochmal hier auf den Wagen, ob da irgendwas ist. Nope. Alter! Okay, das war gut. Das war... Das Zeug ist in der Scheune. Los! Oh nein. Das war ja mal was hier. Oh, die Schinken. Gute Idee. So. Ach, tut mir leid. Keine Sorge. So. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Also man darf wirklich nicht zu weit weggehen vom Licht. Sonst kommen die einfach. Muss ich das Schweinchen töten? Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Schweinchen oder Pferd? Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es? Sowas in der Art. Schweinchen, lecker Futter. Und dann stirbt es. Ah ne, es geht, es folgt uns. What? Okay, ich muss. Ich verstehe gerade nicht, in welche Richtung der läuft. Okay, jetzt. Achso, weil die... Ich muss nach vorne drücken, aber die gehen rückwärts, weil sie das Ding ziehen. Es ist verwirrend. Ah,
Aber wie kriegen wir das jetzt darüber? So ist es gut. Und gut, Karen, wenn es bekommt zu bauen. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Du zuerst? Nein? Kletter hoch. Das schon. Ah, das Licht. Ja. Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Ah, und deshalb war da drüben ein Stein. Jetzt verstehe ich das. Ist der gerespawnt? Das würde mich mal interessieren. Nope. Was macht man denn, wenn man in so einer Situation keine Steine mehr hat? Wenn man zum Beispiel zu blöd ist, lang genug... Das ist furchtbar, du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Da ist eine Falltür. Kommt, hier rüber. Das kann man sich natürlich immer sagen, es gab keinen anderen Weg. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol schwebt Dämonen. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf, eine alchemische Vereinigung. Dieser Ofen. Das ist, so ein nennt man Athanor, glaube ich. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen, du nicht. Und wird er sterben? Ich tue, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Ignifer, du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte Tabulator gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Okay, ist es nochmal hier Crafting? So, es ist... Entzündet nein. Glut. Nein, wir sitzen fest. Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Okay, da hätte ich nicht hingehen dürfen. Ich dachte, ich muss schnell sein, meine Güte. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Okay. Na schön. Alkohol und Schwefel. Hatte ich jetzt hier noch was gefunden? Nee. Alkohol schwebt Dämonen. Dieser was Ofen. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien so auf. Athanor, eine chemische Vereinigung. Das ist... Levita Extractum Sic. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und... Wird er sterben? So, ich nehme hier nochmal ein paar Sachen mit. Macht steht, um das zu verhindern. Bevor ich das Event triggere. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. So, es ist... Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar.
So, du kannst Ignifer auf Glut werfen, um sie zu entzünden. Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Okay. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Na klar. Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Zuerst. Okay, also wir haben jetzt schon drei Sachen zum Werfen und die Schleuder natürlich noch. Also eigentlich, ja gut, es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, schleichen und irgendwas werfen, nur eben. Das sind ganz schön viele. Laurentius, ich bahne uns einen Weg. Habe ich jetzt noch was? Nö, aber ich habe genug Ressourcen. Hier entlang. Ja, gewiss. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein, Amicia, die Ratten. Die Lichter sind aus. Nein, nein. Meister. Lukas, warte. Die Destillierfahrt. Wir müssen weg! Jetzt! Meister! Hey! Halt! Wir brauchen dich! Seht das Pferd! Oh oh! Jo! Wir müssen hier weg! Hugo! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Ah, Heuhaufen Lukas, brennen hier. Nicht lange! Wohin führt dieser Weg? Lukas! Wohin führt er uns? Zu uns zum Fluss! Wir sind im Klingel! Oh, wohin jetzt? Wohin? Da kann ich drauf werfen. Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los! Amicia, die Windmühle! In der Schleuder kannst du verschiedene Munitionsarten wechseln. Okay, das heißt so. Und dann...
Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Okay, rennt er jetzt noch ewig weit weg. Tschüss, Hugo. Wollte jetzt nämlich die Aufnahme beenden. Na gut. Lassen wir den mal da. Ja, krass. Also, okay, da ist noch Stoff, aber den sammle ich dann erst ein, wenn ich wieder das Spiel starte. Ich bin mal gespannt, wie weit sie bereit sein wird zu gehen, um sich und Hugo zu retten. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Entscheidungen nicht angenehmer werden. Ich meine, erst tötet man irgendwie jemanden, der einem Böses will. Dann opfert man mal ein Schwein, okay. Aber dass das so Schritt für Schritt sich in eine Richtung entwickelt, wo sie dann Entscheidungen trifft, wo sie dann immer weitergeht. Ich bin mal gespannt. Na gut, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Dialoi.